So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Rage. Nicht schlecht, Fremder. Wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Danke. Sprich mit Janus. Sie will wissen, was du gefunden hast. Eine eigene Schrotflinte. Jawohl. Juno ist tot? Ja. Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Ja. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals- und Beinbruch. Danke, kleine Oma mit der krassen Hand. Erste Bahnleitung erhalten. Oh, scheiße, jetzt geht schon wieder eine Stimme weg. Hopp. Juhu. Bring die Medikamente zu Dan. Hopp. Ein Tipp noch, bevor du gehst. Was? Diese Hügel wimmeln nur so von Banditenstämmen. Ja. Sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Na gut. Pam, pam, pam. Oh, sagst du noch was Neues? Los, geh zum Werfer auf den Hügel und feuere dieses Namen. Ach ja. Hatte ich schon wieder vergessen. Tut mir leid. Nichts? Auch nichts. Mach's gut, Fremde. Oh. Servus. Nein. So. Au. Ah, jetzt auch. Koffer. Oh. Ui. Oh, Vollgas. Yeah. Oh. Langsam. So sehen wir also aus. Wird wieder abgeben. So, hier eure Bandagen. Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich zu retten. Dir kann man vertrauen. Und ich stehe tief in deiner Schuld. Du solltest jetzt mit DR über den Buggy reden. DR. Müsste in der Werkstatt sein. Ach, dort, wo ich uns nicht reinkam. Alles klar. Lass den Buggy reparieren und komm dann wieder. Ich habe noch ein paar Jobs für dich. Ja. Vielen Dank, die haben wir wirklich bitter nötig. Das Leben in einer Siedlung ist hart, aber Dan passt auf uns auf. Er weiß ganz genau, wie man vertrauen kann. Ja, habt's gut. Ach, das war's schon. Und... schauen wir hier noch mal rein, raus. Türe schließen. Hallo Mädel, darf ich noch mal probieren? Willst du es noch mal probieren? Ja. Ah. Oh, ja, gegangen. Mach hin, die Zeit läuft ab. Sehr gut. 17 von 18. Naja, gut. Nicht schlecht. Wäre ich eine Zieldrohne, ich hätte die Hosen voll. Geh zu Halleck, er wird dich ausrüsten. Du hast die Hosen voll, du hast die Hosen voll.
packen wir uns jetzt solche Dinge auch noch ein. Hey, Kumpel, willst du dir mein Zeug ansehen? Ja, Zeug. Ich hab da möglicherweise was, das dir gefallen könnte. Ach, 25 nehmen wir. Inventar haben wir jetzt 15. Munition. Komponenten. Kann ich schlecht einschätzen. Verkaufen. X. Objekte Verkauf. Dann mal hoffentlich bis bald. Ciao. So, ich will meinen Buggy haben. Da steht er doch schon. Hallo. Holla, holla, holla. Hey, Kollege, Dan sagt, du nimmst mir den alten Buggy an. Ja. Komm, spring hier drauf. Ah, will er nicht. Ist eine echt gute Karre. Braucht aber etwas Pflege und Ersatzteile. Die Pflege übernehme ich, aber die Teile musst du selbst besorgen. Johann in der Outrigger-Siedlung kann dir bestimmt weiterhelfen. Alles klar? Da komme ich doch gerade her. Okay, wir sehen uns, wenn du die Teile hast. Ja. Abschöpfung? Was? Kann ich mir bis dahin das Moped ausleihen? Hey, komm mal her. Wo? Ach, hier. Hier ist ein Wort, das du dir merken solltest. Ja. Feltrit. Weißt du, was Feltrit ist? Feltrit? Unwahrscheinlich. Pass auf, ich verrat's dir. Feltrit war in dem Asteroiden, der die Erde beinahe komplett ausradiert hätte. Aber was von ihm übrig ist, ist äußerst interessant. Feltrit ist ein Weltraumerz. Starkes Zeug. Wenn du welches findest, behalt es. Tausch es nur gegen echte Spitzenware ein. Ja, geile Sache. So, das war's schon, oder was? Oh. Ich dachte schon eher mal einen Fehltritt. Hopp, hier was drin, nein. Au! So. So, lala. Der derbste Fahrer in der Stadt. Ich hab euch da was mitgebracht. Wow. Willkommen, Freund. Servus. Ich bin's wieder. Die A braucht also ein paar Teile für den alten Buggy. Ganz genau. Er ist doch schrottreif. Ich würde dir die Dinger ja geben. Aber ich habe leider ein kleines Problem. Wurde vor kurzem von Banditen überfallen. Ja. Haben mir die meisten Ersatzteile geklaut. Wirst dich in ihrem Unterschlupf in der Nähe des alten Damms umsehen müssen. Schaffst du das? Scheiß Banditen. Könnte ziemlich heiß werden da drin. Ja. Wird nicht leicht, die Banditen in ihrem Gebiet anzugreifen. Ja. Hier, ein paar dicke Jungs für deine Wumme. Die kannst du ihnen in den Arsch treten. Wenn du vor verschlossenen Türen stehst, bau einen Schlossknacker nach diesem Plan. Der Name ist Programm. Viel Erfolg. Schlossknacker. Eine Munitionstyp für deine Pistole. Sind solche Stoßschuss kräftiger Standardmunition. Oh, apropos. Kann ich jetzt hier? Rohr wachen. Das halte ich mir einfach so über die Pistole. Die Gegend hier wird immer gefährlicher. Banditen und Mutanten kommen immer näher. Vorsicht in den Ruinen da draußen.
Na gut. Let's go. So. Oh. Ja, schon wieder da runter. Na, ja, ein bisschen einpacken. Ja. Verdammt, ich bin müde. Hier brennt es. Here we go, here we go, here we go. La 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 la. Schon ganz hübsch aus. Jemand hier? Ist außen. Oh. So. Rein. War ich nicht hier schon? Oh. Gott. Sagen, es ist Klo? Was? Wer hat hier gerufen? Wer war das? Wo war das? Oh, hinter mir irgendwo. Erstmal schau nach oben. Nix. Von wo schießt du denn? So. Ich glaube, die bekommen langsam Angst vor mir. So, wie die mich getroffen haben und ich bin immer noch nicht tot.
So, ich mache aber jetzt eine Pause. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.